Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Der Kronmeuchler, ja, für den wir eigentlich gehalten werden, beziehungsweise unser Papi, ja, der ist ja in der letzten Aufnahmesession versteinert worden und wir sind auf der Flucht und entdecken so manche Grauslichkeit, so wie hier. Ich werde mal hier rausgehen. So, ich hoffe, ich kann das jetzt noch. Ist wieder 5 Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So, also bitte öffnen. Siehst du? Ich drücke schon auf E statt auf F. Oh, stimmt. Wo war jetzt da? Ach ja, hier war Schleichen, ne? Ja, das war Schleichen. Das war Schleichen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. So. Oh. Das ist Emily Cotton! Was war das? Verdammte Scheiße. Das war eigentlich so nicht geplant. Es funktioniert nicht, dass er da runterkommt, ne? Der Dreckschwein. Hast du das gehört? Was? Hey, wer ist? Hat er jetzt erwischt? Oh, was? Mach sie fertig! Wusch da, Bunda, Kala Butter. Ja, ich bin, ja, tot. Das wollte ich sogar nicht. Hey, das ist voll gemein. Ja, mach. Letzter Kontrollpunkt. Ja. So eine Scheiße. Fängt schon wieder geschissen an. Ich habe nicht gewusst, dass der da runterkommt. Blöder Kann ich hier aus dem Fenster klettern? Geht das? Ich weiß es nicht. Geht das? Na, die sind ja fix. Boah, ist das wieder doof. Pff. Das wird einmal richtig kacke. Mach, erwürgen. Das hast du fein gemacht. So, wie man es mit Arschlöchern tut, man entsorgt sie. So einmal. So. Hoch mit dir. Und reingeschmissen. Und zu die Hüten. Tschüss. So, und wir verstecken uns wieder, ne? So. Jetzt ist die Frage, wie geht's hier weiter? Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wenn der jetzt nicht da runterkommt, würde ich glatt sagen, das wäre speicherungswürdig. Passt. Dann tun wir das gleich mal speichern. Also ganz ehrlich, ich finde das gerade lustig. So. Ich werde jetzt wieder anfangen, von unten nach oben zu speichern. Also ich muss mir jetzt merken, dass der hier, ja, für diese Aufnahmesession der neue Spielstand ist. Also da steht zum Glück überall schön das Datum dran. Also das ist gut. So, zurück. Und setzen fort. So. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich habe gehofft, dass ich hier rauf kann und dann irgendwie Verschwindibus machen kann, ne? Das wird so einfach nicht gehen, ne? Na, das sind ja alles voller Spitzen und Tacken und überhaupt Kacke ist das auch. Boah, scheißlich. Boah, nicht da schreien die Leute. Ich weiß, es hat einen viel, ich weiß, es gibt wahrscheinlich viel bessere Wege durchzukommen, ne? Ich habe jetzt ja verstanden, was es hier eigentlich geht, also um was es geht.
wie wir das Spiel eigentlich spielen sollen. Und zwar so schnell es geht von A nach B zu kommen. Und ja, ihr kennt mich ja, ich bin die schnellste von allen. Ich bin die schnellste Zocki von Österreich. jetzt mache ich gerade die Ös, ziehe ich gerade die Ösis runter, aber ja. Ich muss da weg, glaube ich. Zumindest mal. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Gesperrt? Und was soll ich jetzt machen? Mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch zu meinem Laden. Der Monat ist sonst ruiniert. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht auf den Straßen sein. Weitergehen. Ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung. Ja. Drüben sucht wohl ich schaue mich dringend hier um. Ärger. Hey, wer ist? Naja, das war klar. Sie tut's nicht, ne? Das ist einer nicht hey, wer ist? Hab ich gerade seinen Helm erwischt? Ja, ja, da werde ich stärker jetzt wieder, ne? Metzel, Metzel, ja, freilich. Ja, blocken und so, ne? Ich weiß. Ich bin leicht überfordert. Ich habe nur versucht zu schauen, ob. Kontrollpunkt ist doof, ne? Spielladen ist besser. Ich wollte nur schauen, ob ich hier irgendwie raufkommen könnte. Ich muss echt probieren, ob ich da an Höhe gewinne. Dass ich da von oben irgendwie das Ganze umgehen kann. Das wäre fantastisch. Ja. Super. Kommt der oder geht der? Nicht da. Passt nichts hier rüber. Dass ich hier irgendwie hoch kann, ne? Wird eher nicht möglich sein, ne? Gesperrt. Gesperrt? Und was soll ich jetzt machen? Nein. Nicht mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch zu meinem Laden. Der Monat ist sonst ruiniert. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht auf den Straßen sein. Ich wollte irgendwie darauf, ne? Weitergehen. Ah, das ist überhaupt nicht möglich, ne? Oder hier rauf. Ob ich lesen kann? Klar. Hält er mich für blöd? Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Trottel. Entschuldigung, ist hier wirklich ein Trottel. Aha, darüber geht er. Okay. Ziemlich trocken. Könnte wirklich einen Whisky wow. oder so vertragen. Oder okay, auch irgendwas das ist Billiges. Ach, Herr Jemine. Ja, natürlich sieht mich wieder mehr und mehr, ne? Mehr und mehr. Weg, 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 weg. Wo versteckst du dich? Verstecken, Trampel, verstecken. Hältst dich wohl für schlau? Wart nur. Was? Das ist Emily Coleman. Scheiße. Ha, das war ja nicht. Nicht schießen! Ich tue immer mit der rechten Maustaste schießen, ich bin so doof. Ach, ich schäme mich nicht. Ich bin so blöd, ey. Jetzt komm. Mach's anständig, Mädels, sonst werden die Leute da noch sauer auf dich. Ja, bitte. Na, warte. Warte, nein. Warte, wo könnte ich denn hier? Ah, dann machen wir es hier, ist gescheiter. So. Jupp. Yep. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass ich irgendwie da hoch, rauf, rüber irgendwie kommen könnte. Gradler weg. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Gesperrt? Und was soll ich jetzt machen? Nicht mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch zu meinem Laden. Der Monat vielleicht ist sonst so besser. Ruiniert. Da
Glauben Sie mir, Sie wollen nicht auf den Straßen sein. Ist das da drüben jetzt eine Wache oder ist das jetzt ein... Hose ohne Beine. Menschen von Dunwall! Einem Flüchtigen zu helfen, wird nun mit dem Tod bestraft. Helft der Stadtwache in dieser Übergangszeit. Und? Perfekt. Gibt es hier wieder so ein Mistkübel? Eigentlich? Ach, da kann der liegen bleiben, oder? Wie schaut's da aus? Ich glaube, hier ist mal keine Wache, ne? Vielleicht sollte ich ihn echt umbringen und wo verstecken. Ich hoffe schwer, die versetzen mich. Was war das? Das war keine gute Idee. Ich schaue mich hier um. Komm mit. Ich sehe dich da drüben. Noch so ein Gratler. Na? Sicher, da war jemand. Kann ich den jetzt ermeucheln von hier oben? Das war nicht so krass. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Jetzt hau ich genau da drüben hin. Ja, Tutorial, ja. Kann ich noch 20 brauchen, ja. Definitiv und eindeutig. Das ist ja Pech, echt. Super, jetzt fehlt da volle Hütten. Dabei, ja. Ja, es wird nicht mein Tag. Zumindest fängt er nicht schon gut an. Ja. Dann gehen wir wieder darüber. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Ja. Gesperrt? Und was soll ich jetzt machen? Nix. Nicht mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch zu meinem Laden. Der Monat ist sonst ruiniert. Dann darf ich ihn nicht töten. Das hört man. Okay. Dann werden wir ihn nur erdrosseln. Das hört man nämlich nicht. Zuerst stehlen. Jetzt da. Menschen von Dunwall. So. Einem Flüchtigen zu helfen, wird nun mit dem Tod bestraft. So. Helft der Stadtwache in dieser Übergangszeit. Da. Da hinlegen. So. Dass ich den nicht lautlos töten kann, ist auch bildkomisch. Da drüben war jetzt eh niemand. Kann man hier was mitnehmen? Was ist das? Kupferdraht. Ja, perfekt. Du auch? Du bist ja auch eigentlich ein Kupferdraht. So, in die Tose zum Werfen? Nö. Da kann man echt sagen, mir stinkt's. Mei, die Armen. Na, da wird's einem ganz anders. Echt. So. Ich denke mal, ich sollte speichern. Was haben wir da? Dunwall von Problemen heimgesucht. Die Probleme in Dunwall haben in letzter Zeit stark zugenommen. Was Fragen nach den Leistungen und Absichten unserer Kaiserin aufwirft. Als Hinweis darauf, dass Emily Caldwin uns im Stich gelassen hat, müssen wir uns nur einmal den Rutshore Finanzbezirk anschauen. Besser bekannt als der überschwemmte Bezirk. Obwohl er kürzlich trockengelegt wurde, besteht kein Grund zur Feierlaune, da die gesamte Gegend noch unter Problemen mit der Instandhaltung leidet, die sich aus der Zeit der Überschwemmung ergeben haben. Da so viele Menschen keine Arbeit finden, wäre doch der Zeitpunkt perfekt, um einen neuen Plan zur Wiederherstellung dieses
erstmals noblen Bezirkszug präsentieren. Aber leider wurde nichts dergleichen vorgeschlagen. Auch Lösungen für das Problem der derzeitigen Walölknappheit sind trotz Rationierungen und allerlei Unbehagen von der Kaiserin bislang nicht gekommen. Das Bild einer inkompetenten Führung vervollständigt sich. Wenn man die von der Stadtwache in Dunwall verantworteten zufälligen Tode mit hinzunimmt. Währenddessen hält der von unserer Kaiserin ernannte Hauptmann Mortimer Ramsay weiterhin daran fest, dass diese Männer und Frauen in Uniform, die uns eigentlich beschützen sollten, absolut unschuldig sind. Ja, wer's glaubt, wird selig. Ja, dass das ein Arsch ist, wissen wir ja schon. Wow, schön langsam habe ich das Gefühl, dass wir hier alles vernachlässigt haben. Was bringt sich das eigentlich? Verarbeitetes Walöl. Ich bin so doof. Was bist du? Achso, nix. Die Flasche nehme ich aber trotzdem gern mal mit. Sind die Deppen jetzt da? Nö. So, ich habe zu vergessen zu speichern. Und weißt was, das mache ich jetzt auch gleich, weil ich nur Blödsinn mache. Ja, ist es vernünftig jetzt zu speichern? Ich speichere hier nochmal drauf. Ja. Und fortsetzen. So. Was? Ich bin so doof. Jetzt kommt die extra hierher, obwohl drüben das Geräusch ist? Echt? Achso, weil sie die Wurfdingen wahrscheinlich verfolgen, ne? Ich sage, ich versau's. Okay, ich muss weiter durchschleichen. Irgendwie. Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen und dann zuschauen, dass hier irgendwie, dass ich da weiterkomme. Das geht so nicht. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier oben weiterkommen könnte. Ob die Kiste, bringt die was? Eher nicht, ne? War da drüben nicht jemand? Ich sehe nur kurz nach. Wie schaut's da aus? Eigentlich recht gut, ne? Kann ich hier runter? Auf dem Rohr vielleicht? Wow. Ich glaube, wir kriegen es hin. Heureka! So, bitte auftauchen. Danke. Ich glaube, wir kriegen es hin. Oh, mein, bin ich froh. Ich glaube, wir kriegen es hin. Ich glaube, wir kriegen es hin. Ich glaube, wir kriegen es hin. Muah. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir irgendwie auf das Boot drauf können. Auf das Schiff. Boot ist gut gesagt. Ja, steht ja Boot da. Schiff, kann ich dir irgendwie... Tatsächlich. Das hat geklappt. Ganz ehrlich, das ist speicherungswürdig. Entschuldigung. Schnell nochmal speichern. Ich habe nie mehr zu hoffen gewagt, dass wir hierher kommen. Nicht, nachdem ich heute wieder so schlecht gestartet bin. Mit meinen typischen... ja. Wo müssen wir hin? Okay, ich glaube, wir dürfen aufstehen. Ich glaube, ich werde die Waffe auch mal wegstecken. Hallo. Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund. Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und... Eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg.
Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Boah, die Arme, ne? Die muss auch einiges schon erlebt haben. Ihr fehlt mal ein Arm. Das Auge ist weg, ne? Die muss schon was Schlimmes erlebt haben auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt einmal was anderes. Solche Menschen, sag ich jetzt mal, solche Spielfiguren zu sehen. So sieht man eigentlich wahrscheinlich nur in Kriegsspielen, sag ich jetzt mal. Kriegsspiel, das ist kein Kriegsspiel. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, das harte Leben. Wir kriegen da das harte Leben mit. Auf jeden Fall, jo, ich bin bereit. Ja, bin bereit. Ein langer Tag in Dunwall. Ja, das kann man wohl laut sagen. Barmherzig, niemanden getötet. Was, sowas gibt's auch? Geisterhaft, nie entdeckt, das kann ich nicht. Gibt's da eine Bewertung? Bitte nicht, oder? Tödlich. Schleichen? Nicht tödlich. Angriff, also das dann, ne? Hier. Keine Zivilisten. Alarme ausgelöst, auch nicht. Leichen entdeckt, nur eine. Entdeckungen 9. Ich hoffe, das ist okay. Ach so, da sind sie, ne, die Punkte. Ach so, das sind keine Punkte. Aha, du hast gefunden. Ein zweites Gemälde jetzt gegeben. Okay. Baupläne jetzt gegeben. Knochenartefakte. Outsiderschreine. Runen. Bitte was? Im Ernst jetzt? Na super. Was noch? Reichtum des Reiches, Gold aus den Notreserven des Schutzraumes im Dunwall Tower geplündert. Aha, Sonderaktion. Wenigstens das habe ich hinbekommen. Das ist super, das heißt, ich muss jetzt echt aufpassen. Baupläne. Irgendwas stimmt nicht. Also, zweites Kapitel, denke ich, ne? Ein eigenartiger Besuch. Irgendwas stimmt nicht. Finde heraus, was los ist. Jo. Dann gehen wir es halt an, ne? Boah! Bin ich noch auf Megans Schiff? Seltsam. Was? Ich habe keine Ahnung, wie es darin ausschauen sollte. Kann ich hier irgendwas... Alter, mir geht's schon gleich wie bei... Wie bei Aragami. Ich übersehe die ganzen Sachen. Oder ich finde sie einfach nicht. Oder vielleicht bin ich einfach nur doof. Das kann natürlich auch sein. Aber hier scheint schon mal nichts zu sein. Die ist blockiert. Was wie blockiert? Aha. Das heißt... Ich mache so in meine Farbmäuschen. Was ist das hier? Bitte was? Wo bin ich? Okay, das ist jetzt... Also ich bin mir absolut sicher, als ich zu Bett gegangen bin, hat es das nicht gegeben. Überquere die schwebende Insel. Also, ja. Das war's? Okay. Wow. So, sprint wir hier, ne? Wie sich etwas nähert. Beobachtet. Was? Kaiserin Emily Cordwyn. Wer bist denn du? Ich bin ein Freund deines Vaters aus der schlechten alten Zeit. Okay. Nie gedacht, dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mörder. Ich dachte, das wäre das Ende des Dramas. Aber Delilah und der Herzog sind lästige Fliegen, nicht wahr? Wie viele deiner Untertanen bist du gewillt zu töten? Und wer bist du bereit zu werden? Vor 15 Jahren habe ich Corvo das gefragt.
Dieser Moment hat ihn verändert. Jetzt bist du dran, Emily. Da ist ein fliegender Wal. Cool. Bitte was? Das Zeichen des Outsiders annehmen. Angebot ablehnen. Modus keine Kräfte. Das Zeichen des Outsiders annehmen, oder? Ja? Es brennt. Tief in mir. Es ist, als stünde ich am Rande von etwas. Tutorial. Alle Geschichten. Sie weitreichen. Drücke rechte Maustaste, um die schnellen nach vorn zu ziehen. Ah, okay. Geht das bis darüber? Ich will nämlich nicht sterben. Aha. Aha. Hui. Unglaublich. Das ist ja cool. Boah, ist, wenn da was versteckt ist, dann muss ich aber weinen, ne? Jetzt muss ich mich besser umschauen. Ich habe jetzt echt Bammel, dass ich wieder was übersehe, ne? Ich meine, ich habe ja alles übersehen. Ist ja wurscht, ne? Ha, naja, wurscht nicht, aber... Ich habe alles übersehen. Da irgendwie so klappt nicht, ne? Kann ich vielleicht da hoch? Nope. Da ganz drauf? Na, ist nur begrenzt. Okay. Glaub nicht, dass das was ist. Oh, ich stürze ab. Entschuldigung. Also zuerst da drauf. Okay. An Höhe gewinnen. Verstehe schon, es muss das gleiche Höhe sein. Wie mir scheint, so ziemlich gleiche Höhe halt, ne? Ist da drüben jemand? Moment, das ist doch der Mann, den wir vorher in dem einen Raum gesehen haben, beziehungsweise wo wir auch den letzten Part beendet haben, oder? Warte, vielleicht geht's darauf. Tatsächlich ist ja auch Pflicht. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Papi. Wir werden dich retten, auf alle Fälle. Haltet durch. Ich hoffe, ihr bekommt nachher nicht Rückenschmerzen bei dieser Haltung. Tatsächlich, das ist schon dieses Modell. Boah, das ist so ekelhaft, ne? Kann ich hier was mitnehmen? Der arme Kerl da, wer auch immer das war. Bin ich auch immer im Schleichmodus? Warte mal kurz. Na, jetzt. Das ist schon arg, ist das echt. Ich hoffe, dass hier ist bestimmt irgendwas versteckt, ne? Überquere die schwebende Insel. Erreiche die Plattform. Ja, sei es nur, ob hier oder was versteckt ist, ne? Das nochmal gesagt, versteckt. Duft, 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 duft. Halt! Wer da? Corvo war schon mal hier. Das Herz? Bitte was? Ich kenne dich. Erinnerst du dich? Es ist lange her und vieles ist geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Mutter, du bist hier. Und doch nicht. In meiner Hand. Doch woanders. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meine Arme nehmen zu können. Doch höre mein Angebot. Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Mhm. Okay. Das Herz ist eine Maschine. Finde die Rune. Benutze das Herz. Aha, ja.
Boah, das ist aber schon ein bisschen... Aber nur ein bisschen... oder? Naja, der Part ist auch zu Ende und ich bin froh, dass wir mal hierher gekommen sind. Um ehrlich zu sein, ich fürchte, ich habe wieder was übersehen. Ich bin total verunsichert schon wieder. Naja, ich nehme halt mit, was wir mitnehmen können. Wie gesagt, ich kenne die Spielreihe hier überhaupt nicht. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, ich weiß, aber das soll erklären, dass ich auch ein bisschen entdecken muss, ein bisschen lernen muss, ein bisschen viel vielleicht. Und hoffe, dass ich dann die nächsten Items nicht so dolle übersehe wie gerade eben. Aber immerhin habe ich schon ein Herz gefunden. Ist ja schon mal was, ne? Ja. Also dann, ihr Lieben. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, würde ich mich selbstverständlich auch über Kommentare, Kritiken, Likes etc. freuen. Und somit hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!